Hi meine werten Freunde, was geht und herzlich willkommen zu dem wahrscheinlich, nicht mehr wahrscheinlich, sogar zum ersten Part von Portal Preload RTX. Dieses Spiel persönlich habe ich noch nie angefasst und ich kenne das Spiel auch nicht. Ich weiß nur, dass es die geraytraced Version ist von Portal Preload, einem Fanhack oder beziehungsweise einem Mod zum normalen Portal, das hier auf dem Kanal auch schon sehr viel mal gekommen ist. Und ja, wie gesagt, ich habe keinen Plan davon. Ich weiß nur, dass auf dem zweiten Kanal am selben Tag, wo das Video veröffentlicht wird, auch ein Video dazu kommen wird. Nur halt mit dem Raytracing. Das heißt, wenn ihr von beiden Versionen Videos haben wollt, von mir, checkt den zweiten Kanal auch aus. Allerdings würde ich sagen, ohne weitere Umschweife starten wir in das Video. Aber natürlich schauen wir uns zuerst noch den Trailer an, weil der Trailer muss natürlich angeschaut werden. Ich werde ihn hier euch einblenden mit meiner Reaction, weil ich habe jetzt nur eine Window Capture an und das ist ein bisschen doof. Damit wünsche ich ein herzliches Hallo und willkommen zu dieser Trailer Reaction von Portal Preload RTX. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt und ich würde sagen, ohne lange rumzureden, wir starten. Welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We are now ready to begin the test. Der Würfel. Freunde, schaut euch das an, der Würfel. Der fucking Würfel sieht einfach zu gut aus. Test proper. Portals beliebteste Community Mod. This room is a bit dangerous. Okay, er hat gesagt, dieser Raum ist ein bisschen gefährlich. Wir gehen jetzt mit vollem Raytracing. Die Musik! Die Glasröhren, holy shit. Ey, allgemein wieder das Licht. Das Licht ist so geil. Ey, aber die Glasröhren. So. Okay, Gravitad ist auch gone. Spieler, die am schwersten Test kann man jemals. Nein, vollem Nachfolger. Neu gemacht mit RTX Remix. Das Licht. Portal Preload. Lidos can't be stopped. There's nothing we can do. Ein Endboss. Es gibt einen Endboss und der sieht fucking geil aus. Ach du heilige. Okay, ich bin gespannt. Ja, ich übergebe jetzt wieder an Cameron aus dem Video. Ja, gut. Tschüss. So, da haben wir auch den Trailer gesehen und ich würde sagen, ohne viele Umschweife starten wir ins Spiel. Und leider hat das Spiel keine Controller-Unterstützung, deshalb muss ich mit Tastatur und Maus spielen. Oh, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed and we are now ready to begin the test. Ich habe keine Untertitel. What are you saying, man? Stop this crap, please. Hey, this is standard procedure. We need to read this every time a specimen starts testing. Oh, for God's sake, stop calling this specimen. Oh, that's so cool. She has a name. Okay, then. Hi, Abby. How are you today? I'm Mike, and I'm going to observe you through this test. All right, that's a lot better. Don't worry, Abby. We know this test can look and feel very strange, but we're watching. And we can help you too. But keep it a secret. We're not supposed to. Well, I think we should start the test now. Yeah, right. Let's go, Abby. Get out of this room. Okay, Freunde, ich muss gerade ganz kurz meine
Preview umschalten, weil ich habe nur 40 FPS und ich mache das nicht für euch. So, da bin ich und jetzt haben wir 60 FPS. Alright. Oh, jetzt sieht man das nur 40-90. Ah, ich verstehe. Also sie öffnen uns nicht die Türen, sondern wir müssen selbst dahin. Interessante Mechanik, aber cool. Wie wir auch im Trailer gesehen haben werden, manche Testkammern sehr interessant. Procedure states that we must introduce ourselves at the beginning of each test chamber. Okay. Welcome to the first test chamber. Your goal is located in the middle of the room. This thing is an Aperture Science handheld portal device. A portal gun. Digga, das war ein Jumpscare, holy shit. Ich hab das nicht erwartet. Digga, es sieht so schön aus. Ah, nee. Also, wo müssen wir jetzt? Ach, wir müssen da hin. Nee, wait. Aber wie soll das denn funktionieren? Da nach oben, da. Ah, ich bin nicht mit uns Freunde. Auf. So, jetzt hier hin. Oh, das ist das Sekret von selbst. Was? Das hat nicht funktioniert. Ah, jetzt. Natürlich. Wir gehen direkt zum nächsten Raum rein.
Und ich mag das Portal-Design. Also von der Portal-Gun, das Design sieht schon geil aus. Hey, aber da stehen jetzt Leute. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Okay. So, da wird ein Portal generiert. Können wir dann noch einfach rüberspringen? Oh, wir können einfach rüber. Jetzt. Digga, kannst du bitte gerade drin bleiben? Kannst du mich nicht bewegen? Bro, real talk, ich kann mich nicht mehr bewegen. Bro, Digga, diese Testkammer ist so scheiße. I know, du Digga, diese Testkammer gemacht hat. Bro, was war? Was ist falsch mit dir? Bro, dein Ernst. Natürlich muss ich jetzt rückwärts, ey. Danke. So, noch eine Testkammer. Still alive. Aber das wird zwar wahrscheinlich schief gehen, aber. Ohne ist es tatsächlich nicht. Alright, aber Freunde, ich würde als allerersten sagen, wir lassen es mit der Folge fürs Erste. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst es wie immer, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, natürlich auch sehr gerne einen Kommentar und drückt die Glocke, um nichts mehr in der Zukunft zu verpassen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass ihr natürlich keine weiteren Probleme mehr bekommen werdet. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Kamil Tendo.